RAF, die Rote Armee-Fraktion, ist Teil der deutschen Geschichte. Ein wichtiges Datum ist der 24. April 1975. Zu diesem Zeitpunkt überfällt ein Kommando Holger Mainz die deutsche Botschaft in Stockholm. Das Vorhaben endet in einem Blutbad. Hier in Hamburg im Schanzenviertel unterhalte ich mich im Dialog mit einem ehemaligen Mitglied der RAF, Karl-Heinz Delvo. Vor 45 Jahren wird die RAF, die Rote Armee-Fraktion, gegründet. Sie ist Teil deutscher Geschichte, wenn sie auch Vergangenheit ist. Am 24. April 1975 besetzen Mitglieder des Kommandos Holger Mainz die deutsche Botschaft in Stockholm. Einer von ihnen sind Sie, Karl-Heinz Delvo. Das endet in einem Blutbad. Wenn Sie sich an diese Besetzung erinnern, ist das noch sehr präsent bei Ihnen? Also ich weiß natürlich noch alles, was während dieser Besetzung abgelaufen ist, aber die Aktion selber ist jetzt so präsent auch nicht mehr. Ich bin jetzt seit 20 Jahren aus dem Gefängnis draußen und ich bin 1995 entlassen worden und da hat sich inzwischen so viel an anderem ereignet und davor gelagert, dass man schon bewusst sich an diese Zeit erinnern aber das, möchte. Würden Sie das denn als Wendepunkt in Ihrem Leben beschreiben? Oder gibt es einen Punkt vorher, wo Sie sagen, da ist etwas ganz Grundsätzliches bei mir passiert? Also ich würde die Aktion in Stockholm nicht als Wendepunkt bezeichnen, sondern das ist sowieso fraglich, nach einem Wendepunkt in einer Biografie zu suchen. Wenn es aber was Entscheidendes gab in meiner Biografie in dieser Zeit, nicht, dann war das der Tod von Holger Mainz im Hungerstreik 1974. Weil dieser Tod von Holger Mainz von mir und von anderen damals so interpretiert worden ist, dass unsere gesamte bis dahin umgesetzte linke Praxis als völlig nutzlos und völlig entwertet vor uns stand und dass wir aus dieser Erfahrung heraus einfach gezwungen waren, uns etwas Neues zu überlegen oder aber die ganze Sache irgendwie zu verdrängen und vielleicht in einen Anpassungsprozess einzugehen, den andere gemacht haben. Dann ist es aber dieser Tod, der Wendepunkt ist oder der Entscheidungspunkt, sagen wir mal so, die Entscheidung zu sagen, ich nehme einen bewaffneten Kampf auf, bei dem ich ja auch selber getötet werden kann, ist ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Ja, aber ich halte das für, ehrlich gesagt, ich halte das für sehr verkürzt, nicht? Ich halte das für sehr verkürzt, sozusagen die RAF auf jetzt ihre Aktionen zu reduzieren und aus diesen Aktionen etwas zu erklären. Es gibt eine Zeit davor. Und die Zeit davor, da sind die entscheidenden Prozesse gelaufen, aus denen man sich entschieden hat, dass man gesagt hat, ich möchte in dieser Gesellschaft nicht integriert sein. Ich möchte mit dieser alten Gesellschaft, die ich als altnarzistische Mehrheitsgesellschaft bezeichne, nicht in einem Boot sitzen. Und diese Entscheidungen sind da. Und die halte ich für wichtiger, diesen ganzen Prozess heraus, der dann, wo immer der angefangen hat, das weiß. Aber dann gehen wir von 75 vielleicht wirklich 7 Jahre mal zurück. Da sind wir bei 68. Das wird als einschneidendes Jahr bezeichnet, nicht nur wegen der französischen Studentenrevolte, sondern auch vor allen Dingen in Deutschland wegen des Todes von Benno Ohnesorg, der, wie sich nachher herausstellt, von einem Stasi-Mann erschossen wird. Das hat sehr viele provoziert, zu sagen, selbst dieser Staat tötet Menschen, um eine Opposition, die sich in diesem Staat breit macht, zu stoppen oder den Versuch zu machen, die zu stoppen. Haben Sie das so empfunden? Also ich bin 1967 beim Tod von Benno Ohnesorg 15 Jahre alt gewesen. Ich will mir jetzt im Nachhinein nicht ein politisches Bewusstsein andichten, das mich sozusagen zum 68er macht. Ich habe das mitbekommen in der Eifel, in der ich gelebt habe und habe gesehen,
dass Jugendliche, Studenten, aber nicht nur Studenten, aber sehr viele, aber Jugendliche einfach in den Städten auf der Straße waren. Und ich war von dem Bedürfnis bestimmt, auszubrechen und etwas ganz anderes zu erleben, als das, was meine ganzen jahrelangen Alltagserfahrungen waren. Das heißt, ich habe mich dahin gesehnt und ich habe mich, ohne das jetzt nachpolitisierend begründen zu wollen, ich habe da einfach einen intuitiven, emotionalen Zusammenhang gesehen und da wollte ich hin. Und in diesem Kontext ist natürlich der Tod von Benno Ohnesorg, den ich natürlich registriert habe, genauso wie ich den Tod, das Attentat auf Rudi Dutschke ein Jahr später registriert habe, ist das etwas gewesen, was einen schon persönlich getroffen hat und was sicher für die eigene Politisierung wichtig ist. Ich glaube aber, weil wenn wir über diese Zeit reden, das macht auch nicht Sinn, jetzt einzelne Staatsaktionen herauszugreifen und zu sagen, da ist jetzt was ganz Erhebliches passiert, sondern ich glaube, wir müssen uns Gedanken darüber machen, was ist denn eigentlich die Nachkriegszeit gewesen, in was sind wir aufgewachsen, nicht? Und ich bin natürlich wie alle aufgewachsen in einem Klima des Schweigens, in einem Klima des Autoritären, in einem Klima der Anforderung von permanenter Anpassung und. Und das ist etwas gewesen, gegen das man dann als Jugendlicher, manchmal schon als Kind, in irgendeiner Weise einen Widerspruch entwickelt. Und das ist sozusagen diese vorpolitische Zeit, die ich auch von heute aus betrachtet, für wichtiger halte tatsächlich als diese Zeit, in der man dann angefangen hat, das, was man als emotionalen Widerstand so oder Widerspruch gefühlt hatte, das sozusagen zu verstehen, zu begreifen und in irgendwelche Formeln oder Parolen oder Erkenntnisse zu fassen. Dann sprechen wir mal über sozusagen die Grundlage dessen, was Sie jetzt angesprochen haben. Warum ist das einmal gewalttätig gewesen? Warum ist das andere Mal nicht gewalttätig gewesen? Was ist da der Unterschied? Ist das eine individuelle Entscheidung gewesen? Am Ende sind es natürlich auch irgendwie individuelle Entscheidungen, wenn Sie sehen, dass vielleicht, ich weiß nicht wie viel, 200 oder ich weiß nicht wie viele Leute es waren, die sich bewaffnet haben, dann können Sie das natürlich sagen im Hinblick auf die vielen anderen, die von Revolution gesprochen haben und die das auch ernst genommen haben, ist da vielleicht auch irgendwo eine individuelle Komponente, die jetzt wichtig ist, dass es die Einzelnen mehr erreicht hat oder dass sie, was ich für mich in Anspruch nehmen würde, vielleicht ein klein bisschen mehr das Gefühl hatten, wenn man sich anpasst, wird man untergehen, man geht verloren in diesem System. Man bleibt nicht mehr bei sich selber, man wird von sich enteignet und wird zu irgendeinem Appendix einer Verwertung, die ich natürlich später dann ganz klar als kapitalistische Verwertung definiert hätte. Nicht, aber damals einfach hat man nur gesehen, man steckt in einem System drin, es werden Anpassungsleistungen abverlangt, an denen man sich selber, wenn man denen entsprechen würde, würde man sich selber völlig aufgeben. Und das halte ich für das Entscheidende. Ich würde Ihnen vielleicht gerne auch noch vielleicht ein Beispiel nennen, nicht? Weil ich habe mal ein Jahr nach meiner Gefängniszeit im Hamburger Institut für Sozialforschung gearbeitet, an der sogenannten Protestchronik und habe da Recherchearbeiten gemacht und habe für die Zeiten von 1959, 60, 61 und 62 habe ich recherchiert und finde dann, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es 1960 war oder 1961, finde ich bei der Suche nach dem, was gab es an Protest, finde ich ein Bild aus einer Stadt im Ruhrgebiet. Da wird gegen die Umweltverschmutzung, die Luftverschmutzung durch die Kohleindustrie protestiert. Und ich bin damals 8 oder 9 Jahre alt gewesen und ich habe nur eine ganz klare Ablehnung gegen meinen Lehrer, gegen die Pastoren und all diese ganzen Leute gehabt, mit denen ich einfach emotional nichts anfangen konnte. Nicht? Und ich hatte kein dezidiertes Bewusstsein über bestimmte politische Aktivitäten in dieser Zeit. Dann sehe ich auf diesem Bild, da sehen Sie eine Arbeitersiedlung, ich glaube in Gelsenkirchen, ich weiß es nicht mehr genau, da ist ein riesiges Transparent drauf. Und dieses Transparent, da steht, wir werden vergast. So,
Da stehen Sie 1995 und sagen sich mit einem Mal, also das, was du damals als kleiner Junge gefühlt hast, warum du das ablehnst, das findest du tatsächlich auch in diesen Aktionen, die man dann gesehen hat von dieser alten Bevölkerung, bestätigt. Wenn Sie, da geht man hin und so weiter, diejenigen, die für den Judenmord und so weiter verantwortlich sind, stellen sich auf einmal hin und stellen sich sozusagen als Opfer da und übernehmen auch noch diese Sache mit dem Vergaßtsein. Und das meine ich damit, dass man in seiner, alle diejenigen, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, sind ja auch nicht viel jünger, aber doch etwas jünger als ich, aber diejenigen, die wie ich 1950, 51, 52 geboren worden sind, die haben ja diese ganze alte Nazi-Gesellschaft sozusagen als Gesellschaft ohne Nazi-Ideologie, aber mit allem, was da drin steckte, mit dieser Konditionierung zur Härte, mit Disziplin, mit militärischem Gehorsam und so weiter, das haben die ja hautnah sozusagen erlebt. Man hat sich nicht mehr getraut, hinzugehen und hat Heil Hitler geschrien. Das ist damals, das ging nicht mehr. Aber diese ganzen Mentalitäten, die aus dem nationalen Sozialismus kamen, die sind ja da gewesen. Und die haben wir gespürt und die hat man intuitiv abgelehnt. Meine ganze Jugend ist davon geprägt, kann ich nur sagen, von irgendeinem Widerspruch gegenüber dem, was sie dann Autoritäten, Nachbarn, alte Leute oder sonst was nennen. Und ich, je älter ich wurde, je weniger wollte ich mit denen zu tun haben. Und, ja. Herr Delvaux, eine ganz wichtige Rolle hat ja gespielt, die Hausbesetzer-Szene, auch für Sie selber. Wir sitzen ja hier im Schanzenviertel in Hamburg. Warum war die Hausbesetzer-Szene so entscheidend, auch für die Rekrutierung, sagen wir mal, der RAF oder der Gruppen der RAF? Wer hat jetzt wen rekrutiert? Also, die Hausbesetzung 1973, die ist natürlich wichtig gewesen für einige, für diejenigen, die damals daran beteiligt waren. Ich glaube, es waren ungefähr 70 Personen am Anfang. Das hat sich dann auf 100, 120 oder sowas mit der Zeit erhöht. Und das ist eine Hausbesetzung gewesen. Ich habe vor kurzem ein Interview mit jemand von einer englischen Tageszeitung gehabt. Der hat gesagt, ich habe jahrelang in einem besetzten Haus gewohnt. Ich habe gar nicht verstanden, warum das in Deutschland so einen Wirbel macht. Bei uns hat man nie etwas gemacht. Bei unserer Hausbesetzung ist so aufgefasst worden, als hätten wir eine bewaffnete Aktion durchgeführt. Die Hausbesetzung ist nach 6 Wochen oder ungefähr ist sie beendet worden. Durch einen Einsatz des militärischen Einsatzkommandos, des MEKs. Das war der erste Einsatz, den sie hatten. Das ist eine von diesen Gruppen, die waren 1972 nach dem Attentat auf die Olympischen Spiele gegründet worden. Und die hat man gegen Hausbesetzer eingesetzt. Sie sind bei uns ins Haus reingekommen. Die haben, das ist jetzt nicht meine Behauptung, es gibt einen Polizeifilm, können Sie gerne nachlesen. Da wird das als großer taktischer Zug selber dargestellt. Die haben scharf geschossen in dem Haus, um jeden Widerstand sozusagen von vornherein zu brechen. Schießen Sie mal in so einem alten Haus rum, dass da niemand verletzt worden ist oder sowas. Und das ist so eine Mentalität gewesen. Da ist ein Feind, da ist der Feind, den Feind muss man niedermachen. So, der ist da, der darf überhaupt nicht existieren. Und wenn Sie schon ein kleines Moment von der Eigentumsordnung in Frage stellen, das ist die Mentalität damals gewesen, dann zählen Sie schon zu denen, die niedergeschlagen und gebrochen werden müssen. Das war die Hausbesetzung in der Eckhofstraße 1973 und die staatliche Reaktion darauf. Deswegen ist die natürlich wichtig. Ich bin ein Jahr danach ins Gefängnis gekommen. Ich bin isoliert worden vom ersten Tag an als einer der wenigen, die vollständig isoliert worden sind. Was verstehen Sie jetzt unter Isolation? Ich war alleine, ich durfte mit niemand reden, ich hatte Einzelhofgang, ich durfte mit keinem im Gefängnis sprechen und so weiter. Also das meinte ich mit vollständig isoliert, was für mich als, ich bin gerade 21 geworden, nicht einfach gewesen ist. Das wurde später von RAF-Mitgliedern dann immer als Isolationsfolter bezeichnet. Ja, das wurde so bezeichnet, dass ich hätte das damals auf mich bezogen selber nicht so bezeichnet, obwohl es sehr schwer war für mich damit
umzugehen. Aber ich bin ein Jahr im Gefängnis gewesen. Das ist nochmal was anderes. Und in diesem Jahr hatte ich viele Anwaltsbesuche und ich hatte auch den Prozess gehabt und so weiter. Ich bin jetzt also nicht wie Ulrike Meinhof einmal 6 Monate in einem oder 7 Monate in einem Totentrakt gewesen, ohne Geräusche von draußen und so weiter. Deswegen würde ich das nicht mit dem vergleichen, was später war. Aber das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber Sie fragen ja danach. Und insoweit hat das natürlich eine Bedeutung. Und das war für mich auch eine Erkenntnis. Ich habe den ersten Brief, den ich aus dem Gefängnis geschrieben habe, in der damaligen Art, wir waren immer sehr offen, wir haben uns immer zu allem bekannt, wir haben uns ja nicht versteckt und so weiter, habe ich gesagt, das hätten wir alles vorher wissen können. Eine Hausbesetzung in der Bundesrepublik Deutschland hat keinen Bestand, wenn sie nicht durch die Illegalität abgesichert ist. Nicht. Und wenn nicht die herrschenden Eliten, wenn sie nicht Angst haben müssten, dass ihnen irgendetwas Schwerwiegenderes droht, dann werden sie alle Mittel einsetzen gegen uns, weil wir für sie einfach nur irgendwelche Variablen sind, auf die sie draufschlagen. Aber wenn das 1973 war und 1975 die Besetzung in Stockholm, war das nach diesem Jahr auch im Gefängnis der klare Entschluss, die Ziele und die Vorstellung und den Widerstand kann ich nur mit Gewalt ausüben? Also ich glaube, dass ich theoretisch das schon vorher so gesehen habe, aber ich hätte mir das selber persönlich nicht, ich hätte mir nicht die Fähigkeit zugebilligt oder die politische Reife zugebilligt, damals selber bewaffnet zu kämpfen. Aber wenn Sie mit 23 in einen bewaffneten Kampf gegangen sind, ja, in Stockholm, ist das Ihre persönliche eigene Entscheidung gewesen oder würden Sie heute im Rückblick sagen, das war auch eine kollektive Entscheidung oder ich bin in einer Gemeinschaft gewesen mit anderen zusammen und bin von denen mehr oder weniger mitgenommen worden in diesen bewaffneten Kampf? Denn es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ich lehne das System ab und ich ziehe mich entweder zum Beispiel zurück, das gibt es ja auch, oder ich kämpfe mit demokratischen Mitteln gegen ein solches System oder ich sage, das funktioniert so nicht, ich muss einen bewaffneten Widerstand leisten. Das ist ja ein großer Unterschied. Also mich hat niemand angesprochen, dass ich in die Illegalität, ob ich in die Illegalität kommen möchte oder niemand hat mich gerufen, sondern ich habe selber nach dem Tod von Holger Mainz nach Kontakten gesucht und das war für mich, für meine innere Glaubwürdigkeit vor mir selber, ist es wichtig gewesen, dass ich Konsequenzen aus meinen Erfahrungen gezogen habe, die mit dem Tod von Holger Mainz verbunden waren. Der Tod von Holger Mainz ist für Sie auch bis heute eine klare, gewalttätige Entscheidung des Staates gegen ein Mitglied einer antistaatlichen oder terroristischen Organisation. Der Tod von Holger Mainz ist für mich hat für mich die Nachricht, dass eine grundsätzliche systemoppositionelle Haltung keine Existenzberechtigung hat, dass sie nicht geduldet wird und dass man den Tod, lieber den Tod des Subjekts in Kauf nimmt, als das Subjekt sozusagen in seiner radikalen Haltung zu ertragen. Ohne, dass es eine Vision darüber gab, wie etwas aussehen sollte unter dem Begriff Staat, was kommen sollte, wenn man diesen Staat eliminiert hätte, abgeschafft hätte. Na ja, gut, da sind wir aber, muss ich Ihnen sagen, das ist damals Anfang der 70er Jahre doch breit in der Diskussion gewesen, hat man sich auf Marcuse bezogen. Marcuse hat gesagt, die Voraussetzung, etwas radikal abzulehnen, ist nicht, dass man sozusagen schon sagen kann, was danach kommt, sondern das ist erstmal ein Prozess der Ablehnung und in diesem Prozess der Ablehnung trennt man sich von bestimmten Fesseln und man wird sehen, was kommen wird. So. Also das ist nicht die Voraussetzung und es ist tatsächlich so, dass keiner von uns, und das hätte ich auch für falsch gehalten, sich eine
Utopie entwickelt hätte, so sollte eine befreite Gesellschaft später aussehen. Man hatte ganz allgemeine Grundsätze, dass man wusste, man wollte die Eigentumsfrage stellen, es sollte kein Privateigentum an den Produktionsmitteln geben, es sollte eine radikale Gleichheit auch in der Ökonomie geben, nicht? Wenn Sie das geschichtlich anschauen, nicht, das hat, ist nicht von mir, sondern ist von Lukács, dann gab es mit dem Christentum die Gleichheit vor Gott, mit der Französischen Revolution kam die Gleichheit vor dem Gesetz in die Welt, mit der Russischen Revolution sollte sozusagen die Gleichheit des Menschen auch im alltäglichen Leben durchgesetzt werden und kommen. So, und das hat irgendwie nicht funktioniert, aber das war ein Versprechen, das da war und eine Erwartung, die man hatte. Und da wollte man hin. So, nicht, aber man hatte jetzt keine Vorstellung, und das ist auch aberwitzig mit den wenigen Leuten, die wir sind, ne, wie sieht jetzt die zukünftige Gesellschaft in ihren Schattierungen aus. Aber Herr Delvaux, Marcuse setzt ja voraus, dass die Situation unerträglich ist. Und dass man diese Situation ändern muss, dann, auch wenn man keine Vision hat von dem, was daraus entstehen soll. Das ist eigentlich doch ein bisschen zu wenig für das, wenn man das mit anderen Revolutionen, mit anderen Oppositionen vergleicht. Nachvollziehbar, wenn Sie sagen, es war eine Situation, in der man gar nicht anders reagieren konnte. Dennoch ist es ein Unterschied, ob das als bewaffneter Kampf ausgeführt wird. Warum Ihre Entscheidung für diesen bewaffneten Kampf? Also Marcuse hat in einer Auseinandersetzung mit Adorno gesagt, dass der hat die Studentenbewegung kritisiert und hat aber zu Adorno den Satz gesagt, ich will die ganze Geschichte ja nicht erzählen, weil das dauert zu lang. Ich sehe, es gibt eine physisch-psychische Unmöglichkeit für meine Studenten und für die jungen Leute, sich diesen Verhältnissen anzupassen. Wenn das jetzt stimmt, und das, ich finde, das gibt unsere Situation wieder, und das habe ich auch versucht am Anfang anzusprechen, wenn es das ist, dass man das Gefühl hat, man gibt sich vollständig preis, wenn man sich anpasst, dann muss man sich dem entgegenstellen. Und in diesem sich entgegenstellen, Sie haben das ja selber angesprochen, von 67, bei mir meinetwegen, dann die Hausbesetzung oder der Tod von Holger Mainz oder bei anderen ist es etwas anderes gewesen, dann ist ja eine Dialektik da. Und ich würde vielleicht, um das etwas verständlicher zu machen, gerne auf diese physisch-psychische Unmöglichkeit eingehen, weil ich nicht der Meinung bin, da wiederhole ich mich, dass ich sage, dass es einzelne Aktionen des Staatsapparates sind. Das ist auch nicht die Hausbesetzung oder wie auf ihr reagiert worden ist oder die sehr brutale Haftzeit, die ich erlitten habe, die mich letztlich zum bewaffneten Kampf hingebracht haben, sondern ich glaube, dass in der Zeit ab Mitte der 60er Jahre es einen sogenannten Modernisierungsschub in der Gesellschaft gab, den wir erfahren haben oder irgendwie intuitiv und die politischer waren auch bewusst mitbekommen haben. Das ist ein Modernisierungsschub, da geht der Kapitalismus sozusagen aus diesem 8-Stunden-Tag heraus und unterwirft alle Lebensbereiche oder tendenziell sukzessive einen Lebensbereich nach dem anderen der Verwertung. So, und das ist etwas gewesen, was wir gespürt haben. Wir haben gemerkt, wir werden unter diesen Verhältnissen so angepasst, dass wir uns selbst verlieren oder wir kommen zu dem, was ich heute konstatiere und was ich mit jemand wie Pasolini zum Beispiel, der das vielleicht sogar genauer gesagt hat, als ich in der Lage bin zu sagen, dass die Leute dazu gebracht werden, dass man früher eine äußere Repressionsstruktur hat und heute werden die Leute so konditioniert, dass sie sich selber sozusagen von freiwillig sozusagen der Verwertung unterwerfen. Und das ist etwas gewesen, das hat in den 70er Jahren, in Mitte der 60er Jahre angefangen. Das ist dann in den 70er Jahren stark geworden über diese Modell Deutschland und diese ganzen Modernisierungsprozesse, die es gab. Und Sie sehen ja, damals hat es noch große Kollektive gegeben und heute finden Sie den Menschen vereinzelt und alleine und individualisiert
und auch entwaffnet von allem in der Gesellschaft vor. Und das ist etwas gewesen. Ich glaube, dass wir das damals entweder geahnt haben und wir haben dazu auch Bewusstsein entwickelt. Und deswegen haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Das machen wir nicht mit. Und das stellen wir uns mit allem entgegen. Und dann stoßen sie darauf. Und dann kommen sie natürlich in so einer Situation, dass sie sagen, wenn das Leben ist, sozusagen, dass sie nur noch ein Appendix innerhalb der kapitalistischen Verwertung werden, wenn das Leben ist, dann müssen sie dazu auch einen radikalen Bruch ziehen. Und das ist das, was man uns nicht vorgeworfen hat, dass wir diesen Bruch gezogen haben. Und dieser Bruch, der muss ja letztlich bewaffnet sein. Die RAF, die kann man natürlich von heute aus betrachten, so wie es viele machen innerhalb einer bürgerlichen Geschichtsbetrachtung, indem sie sagen, da sind ein paar Idioten vom Himmel gefallen, die haben dann wild in der Gegend herumgeballert oder sowas. Aber man könnte es auch begreifen, was steckt also jenseits der Militanz, was steckt da an allgemeiner Triebkraft dahinter? Ja, aber wir wollen ja über den ideologischen Überbau oder den Hintergrund sprechen. Und dazu gehört ja unter anderem die Tatsache, dass auch in dieser Zeit Dinge passiert sind, in den 70er Jahren, die aus Ihrer Sicht begründet haben, warum man diesen Staat nicht akzeptieren kann. Das hat es aktuell gemacht, aber solche Sachen wie der Tod von Holger Mainz, die haben etwas dringend gemacht. Die Entscheidung dass man gesagt hat, wir müssen zu diesem Kapitalismus eine Gegengesellschaft entwickeln. Und wenn Sie eine Gegengesellschaft entwickeln, wie soll das gehen? Die kann sich nicht innerhalb des Systems entwickeln, sondern Sie haben dieses System als ein geschlossenes System. Und wir haben damals gesagt, wir machen einen Bruch, wir stellen uns außerhalb. Und das kann am Ende, tut mir leid, das kann nur gewaltsam zusammenstoßen. Das geht gar nicht anders. Haben Sie nicht trotzdem den Eindruck, dass es eine ganze Reihe von Fragen gibt, die da nicht geklärt sind, die möglicherweise mit Ihnen selber oder mit den Nachfolgegenerationen der RAF nichts zu tun haben, sondern die von außen gekommen sind? Hat man die RAF auch instrumentalisiert? Also, Sie sind nicht alleine auf dem Feld, die anderen. Und eine Erkenntnis aus dieser ganzen Geschichte ist, also ist auch ein revolutionärer Krieg, den sie führen. Sie bestimmen nicht, was am Ende rauskommt. Die anderen bestimmen auch mit, was rauskommt. Insoweit sind irgendwo immer Einflüsse da. Aber die Frage jetzt nochmal in diese Richtung, gibt es Leute, die uns sozusagen, obwohl wir sie bekämpft haben, die uns bestimmt haben, die würde ich heute noch kategorisch mit Nein beantworten. Zumindest für die, die ich kenne und für die der 70er Jahre. Aber für die andere Zeit bin ich im Gefängnis gewesen, da kann ich Ihnen wenig sagen und da will ich auch nicht spekulieren. Aber in einem solchen Fall, wo man zum Beispiel den Täter nicht kennt, kann man das noch nachvollziehen? Da kann man sagen, okay, den hat man nicht finden können oder nicht erkennen können, nicht identifizieren können. Das ist ja im Falle mehrerer RAF-Attentate so gewesen. Aber wenn wir uns Herrhausen zum Beispiel anschauen, ist immer die Frage gewesen, wer hat diese Bombe fabriziert? Kann die RAF das überhaupt gewesen sein? Warum nicht? Da muss man ja. Warum jetzt nicht? Also ich weiß jetzt nicht, wer diese Bombe gebaut hat. Oder ich habe ungefähr einen Überblick, wie Sie wahrscheinlich auch, wer damals innerhalb der RAF gewesen ist. Aber warum sollen die das nicht gemacht haben? Also Sie haben nicht den Eindruck, dass es eine bewusste Instrumentalisierung der RAF zu bestimmten Zeiten gegeben hat, über den Verfassungsschutz oder über andere staatliche Organe, um zu sehen, man kann die RAF quasi zu mehr Eskalation bringen und damit auch anders bekämpfen. Nein. Eindeutig nein. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Anfang der 70er Jahre. Ablehnung des Kapitalismus in dieser Form, in der Entwicklung. Hat er sich aus Ihrer Sicht so entwickelt? Hat er den Menschen so entmündigt, so entindividualisiert, wie Sie das damals eingeschätzt haben und Ihre Genossen? Und die Frage auch, können Sie sich eine derartige gewalttätige Opposition gegen den Staat heute noch einmal vorstellen? Also ich glaube nicht daran, dass sich Geschichte wiederholt und ich bin auch dagegen, dass sich etwas wiederholt. Und ich bin auch nicht dafür, dass sich unsere Geschichte in irgendeiner Form wiederholt, weil sie definitiv auch gescheitert ist aus vielen Gründen. Aber das, was eingetreten ist, ist, glaube ich, schlimmer als das, was ich damals erwartet habe.
Und das ist ja nicht nur diese Individualisierung oder ist diese ganze Entmündigung der Leute, die nichts zu sagen haben, sondern es hat sich ja das gesamte Klima in der Gesellschaft nach rechts verschoben, nicht? Und früher waren linke große Kollektive in der Welt unterwegs und haben nach Wegen einer Emanzipation für alle gesucht. Wenn Sie sich heute das anschauen, dann sehen Sie, Sie haben nationalistische rechte Strömungen, die teilweise faschistisch sind von dem, was sie artikulieren. Also da sehen Sie, dass sich die Entwicklung, die hat sich ja nun doch sehr deutlich verschlimmert. Und das ist für mich, das, was Sie heute sehen, ist für mich Ausdruck dessen, dass die Linke verloren hat. Und weil sie verloren hat und weil es darüber keinen emanzipatorischen Weg mehr in der Geschichte gibt, kommen heute Bewegungen zurück, die rückwärtsgewandt nach irgendwelchen Lösungen suchen. Und das halte ich für schrecklich. Und dann müssen Sie sich nur sowas anschauen. Schauen Sie sich doch mal Donald Trump an, nur um einen Namen zu nennen, den jeder heute im Mund hat. Der kann der mögliche Präsident des militärisch stärksten und ökonomisch stärksten Staates der Welt werden. Und da stehen Sie doch heute vor der Frage, man hat nach 45 gesagt, sowas wie Adolf Hitler, das darf es nicht mehr geben, das wird es nicht geben. Aber Sie wissen noch gar nicht, was da heute alles sozusagen in der Systementwicklung steckt und was passieren kann. Herr Delvaux, danke für das Gespräch.